Ich werde euch mit dem Licht meiner ewigen Flammen segnen. Bringer des Gleichgewichts, ihr müsst das Licht der Hoffnung, das diese Welt verließ, wiederherstellen. Ja, werden wir tun. Du wurdest von der Kraft des Feuers erfüllt. Ah, blind, blind. Oh, Errungenschaft. So, ich habe mal die Musik ein bisschen leiser gemacht. Ich war ja schon wieder in der letzten Folge. Ist das? Okay. Jetzt bin ich wieder am Anfang. Also ich war in der letzten Folge ja schon wieder ein bisschen leise. Beziehungsweise das Spiel war schon wieder ein bisschen zu laut. So, wir rennen hier nochmal durch, weil ich will mal eben die Höhle noch abchecken. Ja, also hier haben wir. Aber warum war jetzt am Anfang... Am Anfang, was sage ich denn da? Warum war denn vorhin am Ende in die Kisten denn noch zu? Rätsel. Ich rätsel und ich rätsel. Da rätselte er. Ich rätsel und rätsel und rätsel. Wir checken einfach mal die Höhle ab und dann werden wir das ja sehen, was jetzt hier genau abgeht, ne? Vielleicht hatten wir auch nur hier den Anfang und hier nicht, oder? Geh mal hier nach unten. Gucken hier mal. Gucken auch nicht. Ein Adamantai. Ein Adamantai-Mai. So. Wollen ja hier keine Gerüchte in die Welt setzen, ne? Warum... Ich mit dem Auto attacken will, weiß ich auch nicht. Oh, es geht schneller einfach so. Die R-Taste spam. Hab. So, er kann eigentlich... Ups. Er kann eigentlich... Mal die Gruppe heilen, ne? Mit einem Giga-Heal. Kommt da gar nicht mehr zu. Haha! So. Die Berufsstufe, dann gucken wir mal hier unten und wir haben hier... Stehe ich nicht. Stehe ich nicht. Wir gehen mal hier nach unten. Stehe ich nicht. Verstehe ich nicht, aber das sind ja alles Erfahrungen. Das Umlatschen hier. Alles Erfahrung. Wir brauchen Erfahrung. Ohne Erfahrung kommt man im Leben nicht weit. Auch wenn Unerfahrene reizvoller sind. Oh. Also. Die ist sehr unerfahren. Also die liegt schon auf dem Boden, ist bereit. Die hat Bock. Die hat Bock. Das sage ich dir nicht. Die will es jetzt von hinten. Kaum redet man hier etwas von erwachsenen Dingen, dann hat die Bock. Okay, Phoenix Feder ist eigentlich eine Verschwendung dafür. Wir haben nur 4 und haben keine Möglichkeit, neue zu kaufen. Ich werde jetzt teleporten. Mit dem Schiff hier nach unten rasen. In eine... Eine... Hallo? In einer Geschwindigkeit, wollte ich sagen, die ist unglaublich. Also wenn ich jetzt noch tot gehe, ne, dann instant deinstallieren. Oh ja. Also wenn er das jetzt noch 153 mal macht, ist er tot. Also die Gefahr, dass ich das Spiel gleich deinstalliere, ist riesig. Und die Chance ist vorbei. Gut. Ihr müsst das Let's Play doch noch weiter schauen.
Bringt nichts, muss ich das doch noch zu Ende spielen. Aber jetzt gucken wir mal, wo kann ich denn wieder beleben? Hatten wir nicht hier oben, glaube ich, hatten wir einen See gehabt irgendwo, ne? War hier? Nein, hier nicht. Irgendwo war ein See, das weiß ich noch. Da bin ich mir sicher. Wir schlafen. Nein, 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 nein. Kurzbeschreibung ihrer Berufe. Also wenn wir jetzt andere Berufe nehmen würden, würde er wahrscheinlich auch was anderes erzählen. Hier war das. Nein, hier war das nicht. Hier war dieser Gorgol. Der Gusto. Können wir uns nicht wiederbeleben? War das nicht irgendwie so? War das hier? Hier war das. Wiederbelebt. Und da kommen wir gleich wahrscheinlich hin, ne? Wenn wir die Hörner des Eises wieder abgeben, dann sagt er, vielen Dank. Nochmals vielen Dank. Hier ist, das ist, nehme ich überhaupt auf? Ja, okay. Nochmals vielen Dank. Hier, das ist für euch. Im Dorf Giza findet ihr noch mehr davon. Zauberschlüssel erhalten. Mit einem Zauberschlüssel kann man verschlossene Türen öffnen. Aber er zerbricht, wenn man ihn benutzt hat. Später... Oh, da sind sie. Wow. Ein Zauberschlüssel. Kann man verschlossene Türen öffnen, aber er zerbricht. Aber wir haben... Haben wir irgendwo eine verschlossene Tür gehabt? Unsere Schätze gehören euch. Folgt mir. Los, kommt. Ah, jetzt. Yo, er moonwalkt. Yeah, Michael Jacksons Werk. Ich moonwalke hinterher. Was für ein Moonwalkers Werk, da? Schätze. Oha. Oha. Ich hoffe, unsere Schätze werden euch etwas nützen. Hi-ho. Ein Heldenschild. Eine Phönixfeder. Ein Ritterrüstung. Ein Gelehrtenhut. Eine Gelehrtenrobe. Ein Panzerhandschuh. Ein Notausgang. Ein Gitzerkraut. Eine Phönixfeder. Ein Blitzbuch. Ein Eisbuch. Ein Feuerbuch. Ein Tagebuch. Ein Notizbuch. Ein Finanzbuch. Okay. Jetzt checken wir noch hier die Gegend, ob hier noch irgendwie Geheimnis ist. Das waren doch noch nicht alle Truhen, oder? Niemals war das alles. Wo versteckst du die wertvollen Schätze, hm? Wo versteckst du sie? Rück sie raus. Ich weiß doch, dass du sie hier irgendwo hast. Okay. Er hat keine. Ich gehe mal davon aus, er hat keine. Ah, ne. Geht nicht danach aus. Ah, und hier? Aha. Aha, aha. Ah, ne. Okay, dann checken wir mal die Rüstung, was wir da jetzt gekriegt haben. Ein Blitzball, da hatten wir nichts. Nichts Neues gekriegt. Ein Panzerhelm, hier ist auch nichts Neues. Ne, sieht auch nicht gut aus. Nope. Next. Ne, das sieht schlecht aus. Nein. Und nö. Und jawohl, wieder nix. Nächster. Fellerbogen hatten wir sowieso gerade um. Nö. 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 Und der nächste. Oh, ein Panzerhandschuh. Wow. Die ganze Kiste und hat sich nicht wirklich gelohnt. Und hier schwertechnisch. Item einmal durchordnen. Ja. Wir haben einen Zauberschlüssel gekriegt. Okay. Was machen wir mit dem? Haben wir Post? Nö.
Ich meine, wir sind ein Dieb. Wir brauchen gar keine Schlüssel. Alles klar, jetzt wissen wir, wo wir hin müssen. Der hat Bock. Oh, ein Notgeiler. Schnell hin da. Digga, das Licht. Google braucht eure Hilfe. Was ist los? Geht's dir nicht gut? Unser Dorf. Wir besaßen nichts mehr, was sie uns nehmen konnten. Sie werden Tugol niederbrennen. Bitte, ihr müsst sie aufhalten. Bitte. Was? Was haben sie getan? Kein. Kann sein Schwachpunkt wechseln. Nein? Nur ein Gelehrter hat die Kraft, durch seine Verkleidung hindurchzusehen. Ah! Ja, da ist er direkt in Würmer zersetzt worden, in Staub zerfallen, in die Erde aufgesaugt worden. Da war er direkt instant weg. So. Wir können hier leider nicht gucken, wo Tugol ist. Schade. Wo war Tugol? Weiß das jemand noch? Wo Tugol war? Cool. Cool, too cool. Die hatten noch hier eine Magie gehabt. Und wegen Sicht. Wow. Und dafür brauche ich einen Zauberspruch. Ich drücke RB. Und habe genau das gleiche. Ah ja. Okay, Tugol. Vielleicht da unten links. Wir gehen mal weiter. Wir gehen einfach mal weiter. Wir gehen einfach mal weiter. Und begrüßen unsere Lieblingsmeerjungfrau. Und unser Seepferd. Ich will wissen, wo Tugol ist. Tugol. Wo war das denn noch? Ist hier irgendwas? Wenn wir schon mal hier sind. Kommt da denn auch so ein Fetter raus? Denk mal ja, ne? Blum. Und da ist. Der Vater ist auch da. Also das ist einfach nur ein Lagerhaus, ne? Also ganz normal aus. Einfach nur ein Lagerhaus. Hab ich dich. So, dann gucken wir mal. Tugol, 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 Tugol. Ich suche Tugol. Ich suche Tugol. Das ist nicht Tugol. Ist das vielleicht Tugol? Zähl doch mal, ist das Tugol? Das Tugol, 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 Tugol. Oh mein Gott. Ja oder nein? Nee, oder? Was? Wir können ja mal gucken. Gucken schadet ja nicht. Nein, das ist Schloss Argo. Aus Argus sind wir falsch. Für den Rest der Insel ist. Was war da unten links nochmal? Was war hier nochmal? Stamm der Gulgano. Waren das nicht die Blinden? Führe die Kraft des Feuers auf der Insel der Zwerge. Ja, wir haben jetzt aber die Kraft des Feuers. Leute, wir besitzen sie. Wir besitzen sie. Müssen wir hier dann irgendwie was machen? Der lebendige Bau, die treuenden Bäume rufen euch. Äpfel war nur am Anfang. Erschütterung, Augen, Tiefen. Was?
Was? War nur wegen dem Frosch. Und weil wir Frosch abgelegt haben, haben wir jetzt Frosch nochmal gekriegt. Nein, okay. Das hat hier alles nichts mit Tukul zu tun. Tukul, Tukul. Wo war Tukul? Ich meine, viele Städte gibt es hier ja nicht, ne? Laufen wir sie einmal alle ab und dann haben wir das. Wir hauen auch hier einmal Feuer auf alle und dann sind wir weg. Weg vom Fenster. Oder wir hauen einen Crit rein und machen fast 1000 Damage. Diese weg. Weg vom Fenster, weg damit. Weg vom Fenster, weg damit. Weg vom Fenster, weg damit. Sag mal, hört man meinen Controller eigentlich? Hört man das? Hört man das? Hört man das? Hört man das? Ach komm, hier Aufhall. Dreh durch. Wer freut sich noch alles auf Final Fantasy 4? Autsch, Autsch, Autsch. Wir sind sehr elektrisierend. Yay. So, mal gucken, wo können wir denn anlegen? Da unten gibt es auf jeden Fall noch ein Dorf, wo wir ja so eigentlich noch keine Existenzgründe hatten hinzugehen. Gleich ja jetzt. Wir gehen einfach mal gucken, was abgeht. Ich glaube, das war Tukul, ne? Hier? Nein, das ist das Dorf der Alten. So, wir klauen uns hier nochmal so ein Schokobo weg. Ist die fliegende Insel, ist immer noch. Das ist Tukul, okay? Weg mit dir. Müssen noch Tukul. Ja. Du kannst dich nicht bewegen. Oh, Alarmbock. Alarmbock. Hey, was geht hier vor sich? Was hat das zu bedeuten? Schnappt ihr euch. Nehmt sie mit zum nach Schloss Hain. Die werden ein paar gute Sklaven abgeben. Oh, wo sind wir? Leute, steht auf! Nein, nein. Wir haben uns eingesperrt. Lasst uns am besten die Umgebung erkunden. Was ist das denn für ein Schloss? Bäumchen? Guck mal, hier ist ein auffälliges Blatt. Aha. Aha. Okay. Moment, einmal räuspeln. So, dieses Schloss ist der älteste Baum aus den lebenden Walm. Ein hat ihn behext und gängt. Ach, sind wir jetzt auf der fliegenden Festung? Also Festung nicht, an dem fliegenden Baum da. Ein hat ihn behext und Gänge und Räume in seinen Stamm geschnitzt. Oh, viel geschnitzt. Ein hat das königliche Schwert von König Argos hier irgendwo versteckt. Guten Tag. Ich bin König Argos. Ich herrsche über das Land nördlich der Wüste. Allerdings bin ich König über ein verlassenes Königreich. Denn Hain hat meine Soldaten behext und lässt sie als seine Schergen agieren. Ich habe ihm vertraut. Mein Verrat kann nicht ungestraft bleiben. Hüstel. Eure Majestät, seid ihr in Ordnung? Es geht mir gut. Aber ich muss euch um einen Gefallen bitten. Ihr müsst Hain besiegen. Wissen wir das? Hain war König Argos zuverlässiger Berater, aber er wurde von der Dunkelheit verdorben, nachdem die Erde bebte. Lü?
Also, dass man hier von einer Zelle in die nächste wechseln kann, das ist aber auch nicht richtig, ne? Der hat Bock. Kain wurde von der Dunkelheit verdorben und hat große Macht über von ihr erhalten. Und trotzdem verlangt es ihn nach mehr. Nach mehr Macht? Ihr wollt Kain besiegen, sagt ihr? Das ist ja interessant. Dann müsst ihr jetzt sterben. Was? Warum? Hallo? Warum müssen wir sterben? Ich will nicht sterben. Stirb du doch. Geh weg. Wir sterben. So, Blitz würde ich mal sagen, ne? Weil er fliegt. Stirb du! Autsch. Flieg weg! Ja. Weggeflogen. 200, 200. Berufsstufe. So, können wir jetzt hier irgendwie was checken? Checken, checken. Aha. War das Tor vorher auch schon irgendwie auf? Oder jetzt erst, wo wir den Kerl besiegt haben? Ich weiß das gar nicht. Oh. Häuspel? Hüstel? Ich habe noch nie gehört, dass man da Hüstel zu sagt. Hüstel, Hüstel. Okay, du hast also Bock, ja? Schrumpft euch hiermit. Ich kann das im Moment sowieso nicht gebrauchen. In der Ecke rechts ist ein kleines Loch zu finden. Viel Glück. Wicht? Ja, wie oft Wicht denn noch? Vor allem das Spiel muss auch wissen, dass wir Wicht besitzen. Vollkommen wiederhergestellt. Dann würde ich sagen, wir schrumpfen uns mal. Die kleine Runde. Schrumpfen, schrumpfen. Attacke rein da!